Tingle haben wir, warum auch immer, irgendwann mal vergessen. Dann machen wir den doch mit dem Bewohner. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate, Folge 17. Von der Story sehr schön, oder? Passt mal unseren Geist an. Ich sagte, wir passen unseren Geist an. Na komm, gib mir ein Team. Speisestärkung, Feuerpunch. Yo, das klingt gut. Und ab geht's. Mit Bowser noch. Ja, ich weiß, ich setze ihn viel ein, aber mit dem kommen wir halt gut durch. Und das ist ja ein Auerwow. Einen kleinen Link und zwei weitere Bewohner. Ja, dann. Dann macht's ja erst recht Sinn, mit Bowser anzutreten. Rutschpartie. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was. Boah, okay, einer ist raus. Wahnsinns Tempo haben wir jetzt auch noch. Okay, noch einer raus. Kleiner Link wird der größte Gegner sein. Meiner Meinung nach. Nein, Schildkröte! Oh. Gut, du bist auch raus. Ach, das war's schon. Okay. Sehr schön. Macht die Mond gegen Einschlafen durch Schlafböden. Sehr schön. Oder Attacken. Haben wir das letzte Mal gebraucht gegen die Pummeluff, ne? Ja, genau. Gegen die Pummeluff. Sehr gut. Ja, haben wir hier auch erstmal alle besiegt, ne? Die hier so unten waren. Jetzt müssen wir am Boss wieder zurück. Na gut, da müssen wir eh da runter, wo wir hinwollen. Passt ja. Pistenhondo. Na dann. Was ist denn das für ein Sternegeist? Ein Sternegeist. Gut, dann können wir ja mal einen anderen mal nehmen, weil die Einsternegeister sind ja doch recht schwach. Dann können wir mal. Wo ist er denn? Na komm, wir spielen mal Pichu. Genau. Ich finde das auch immer so cool mit dem Band um das Ohr. Ja, Pichu ist ähnlich zu spielen wie. Was soll ich sagen? Pikachu. Ist das ein Ausdauerkampf? Zeig mal her. Ausdauer-Smash. Ja dann. Riesenverwandlung für Gegner. Freut sich ja Pichu. Einen leicht schwächeren Geist. Aber das sollten wir hinkriegen. Ja, bei Pichu vielleicht nicht so klug ist für eine Ausdauer. Seine Ulti. Na oh, komm. Ach nö, jetzt hat der mich. Ich konnte gerade nicht angreifen. Was war jetzt los? Ich konnte gerade nicht angreifen, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo uns liegt. Donner, der zieht gut ab. Generell macht Pichu mehr. Na komm, das wäre es gewesen. Yes, sir, endlich. Ist mir sogar deutlich besser als vorhin. Sehr schön. Leichtere Angriffe mit den Armen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mal schauen, weil das letzte Mal habe ich ja noch 5 Lernjuwelen braucht für eine 100er Fähigkeit. Und die schon haben, ne? Der Top Man. Man muss kurz warten, Jahrhundert. Genau, hier für starken Smash. Sehr gut. Schauen wir mal, was der Topman für uns bereithält. Sprintangriffe sind stärker, Ausdauer-Smash. Ja gut, da werde ich jetzt bloß einen anderen Kämpfer nehmen.
Weil mit Pichu ist es halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Die Attacken von Pichu sind, glaube ich, tick stärker als die von Pikachu. Oder sie sind zumindest nicht schwach, aber. Ja. Sie sind halt selbstschadend. Und da würde ich sagen. Ja, komm, gehen wir mal. Krippen mal an gegen Gitter Little Mac. Oder mit Gitter Little Mac. Gegen ihn nicht. Ihn haben wir ja schon besiegt. Das letzte Folge und. Bum, bum. Oh, stimmt, den haben wir auch noch. Können wir dich ein bisschen stärken, Kollege? Komm, bring seine Power hoch, yes. Ich würde ihn einfach mal evolieren jetzt, ne? Oh, Bum Bum und Bam Bam, glaube ich, oder? Ne, Pom Pom. Er ist schon stärker als unser Gegner, glaube ich. Glaube ich. Starker Smash, Ausdauer. Yo. Machen wir einfach mal. Bum Bum und Pam Pam. Gegen Topman und 4 Megamans. Okay. Schauen wir mal. Okay. Nein! Oh, jetzt fahre ich da so doof runter. Jetzt falle ich da so doof runter, weil ich nicht mehr weiter hochgekommen bin. Oh, jetzt ist aber echt Pech dabei. 32 Millionen Spiele aus der Mega Man-Reihe wurden seit 87 verkauft. Jetzt haben wir sie doch alle. Das war ja nichts Schweres. Aber das war vorhin so doof mit dem Runterfallen. Screw Attack. Ach, das ist das Sprungding, ne? Ja, gut. Dann haben die gleich mal 7 Level gemacht. Bam Bam und Pom Pom. Sehr cool. Ah, da ist der grüne Schalter. Sehr gut. Den brauchen wir nämlich für da oben. Sehr gut. Da haben wir gleich ein Riesengebiet aufgedeckt hier. Gerd. Warte mal, da kann ich hier noch mal so ein bisschen schauen, ne? Genau, da, stimmt, da haben wir den einen Kämpfer liegen gelassen. Ist die Frage, warum muss zum Schalter vorarbeiten? Wo war er denn jetzt gerade? Wo ist der Schalter? Da. Komm, arbeiten wir es zum Schalter mal vor. Muddy Mole. Mole Mania. Pures Smash-Duell. Passen wir bloß mal an. Ah, warte, war da gerade was mit Armangriffen? Da, genau, Fei Long, gib ihm. Ha. Machen wir jetzt erstmal den grünen Schalter frei, dann haben wir nämlich das eine Ding, was schon von Anfang an irgendwie da. Da ist. Na, Mist. Jetzt aber Donkey Bong. Ah, cool. Perfekt auch noch. Zu null. Kampfbeginn mit einem Bohrer. Nur ein Schuss. Doch dieser trifft mehrfach. Das stimmt. Finde Bohrer gar nicht so schlecht, wenn er mal richtig rein trifft. Sehr gut. Das kämpfen wir mal mit Little Mac. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ist recht schnell. Bisaflor. Aus Giftboden. Giftassistent. Ja, warum habe ich keine. Habe ich keine Immunität? Da muss man ja dreifache Giftresistenz. Da. Ja, dann muss es. Muss so jetzt gehen. Ich probiere jetzt mal mit Little Mac Visa-Knospen verkloppen. Giftalarm, Riesenverwandlung für den Gegner. Ja, damit auch die Größe vom Visa-Floor erreicht. Tja. Oh, war das nur Larstrahl? Oder war das die Abi? Na. Boah, ist meine Giftresistenz so stark? Jetzt aber! Ha! Das war die K.O.-Attacke, Bisaknosp. Feuerabwehr. Gesenkt, stimmt. Da
Weil Yoshi steigt auch schon auf. Was? Little Mac ist gar nicht so schlecht. Sehr cool. Das war die Verteidigung gegen den grünen Schalter. Ja, dann guten Morgen. Das können wir da nämlich irgendwann mal hin. Sehr cool. Wir haben, glaube ich, erst den blauen, genau dann den roten und jetzt den blauen Schalter aktiviert. Sehr nice. Morak. Ja, machen wir mal. China. Besiegen den Hauptgegner, um zu gewinnen. Es brennt. Oder noch jemand anders? Feuerbodenschutz. Ja, Bisaflor ist da ein bisschen stärker. Den Hauptgegner besiegen. Das war Lucina. Ah, Palutena ist auch noch am Start. Okay. Ja, Palutena hat die Klappe. Oh, ich kann sogar die Richtung ändern. Und dann wird er deutlich stärker. Nice. Ist auch ein recht schneller Charakter. Und zack, Leberhaken, Baby. Feuerangriffe werden verstärkt, okay. Auch wieder was für Bowser. Oder Captain Fa. Zählt Captain Falconer zu Feuerangriffen? Lavados, oh. Kann man hier überhaupt. Ah, das ist ein Charakter. Oh ja, den holen wir uns. Scooter aus Donkey Kong. Gesenktes Lauftempo für dich. Ja, dann Min Min. Wird man das wohl regeln? Dann werden wir das wohl regeln. Gegen, ja, soll eigentlich Dixie Kong wahrscheinlich sein. Ja, dann sogar ein. Okay. Macht ihm ungeklebt. Sehr schön. Squitter, die Spinne mit den 8 Turnschuhen. Ich habe jetzt echt nichts gemacht. Ich bin bloß hingelaufen, ne? Und Diddy macht seine Abbi unter die Stage und wird hier vom Krokodil gefressen. Auch nicht schlecht. Slashman. Es klebt, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft. Ausdauer Smash gegen das jetzt auf Luft hinten ein. Okay. Komm, haben wir irgendeinen, der stärker ist? Na, brauchen wir es gegen Klebeboden vielleicht auch. Klebeschutz. Jo, und ich kümmere jetzt auch mal ein bisschen leveln. Komm. So. Da haben wir ein paar Level bekommen. Haben wir die neuen bloß mal hier abhaken. Ist der nicht eigentlich aus Final Fantasy? Das sieht aus wie aus Final Fantasy, oder? Rain. Das kann durchaus sein. Ich meine, wir haben ja auch Ding drin. Cloud. Die haben wir zweimal sogar. Ich mach das mal über das Neu weg. Das nervt ja. Sehr gut. Und dann ab in Kampf. Was war's? 4 Mega Man? Slash Man. Mech hat er schon vorhin gegen Mega Man gekämpft. So. War das wieder mein Kinderspiel? Ja, war's. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke, Mr. Hyde. Ja, heute läuft es wieder besser, ne? Als letzte Folge. Oh ja. Donkey Kong. Sehr schön. Ich habe mal ein Team. Strong Lipstick. Jo. Komm, das machen wir erstmal mit Mac. Mac. Donkey Kong, sehr gut.
Boah, wir werden fast den Weg einschlagen sollen am Anfang. Hätte ich, Donkey Kong sehr früh gehabt. Zack. Ja, das ist der schöne Vorteil. Waffenangriffe werden verstärkt. Und Donkey Kong kämpft nun mit. Ja, König des Dschungels ist am Start. Sehr nice. Wir haben Donkey Kong. Wir haben Donkey Kong. Da kann man eine Brücke reparieren. Macht es das doch mal. Was sind wir jetzt eigentlich? Ah, vorhin waren wir da. Ah, okay. Wir laufen also quasi mehr oder weniger ein bisschen im Kreis. Da ist noch irgendeine Hütte. Da ist noch eine Truhe. Ja, okay. Jetzt laufen wir erstmal da lang. The Boss. Oh, wow, wow, wow. Giftalarm. Ausdauer-Smash auf Zeit. Okay. Bei hohem Gegnerschaden erhöht der Abwehr für Gegner. Erstmal Kämpfer ändern. Donkey Kong ausprobieren. Den bin ich eigentlich so schlecht. Wir machen ihn gleich mal zum Silberrücken. Er ist aufgestiegen. Ja, ist nicht ein normaler Gorilla, er ist jetzt ein Silberrücken. So, bei dem kann man eigentlich bleiben. Krise und Giftresistenz. Mal, wo ist denn hier mein... Warte mal. Ne, das ist sogar... Das wollte ich. Giftresist. Habe ich keine. Mats, warte mal. Haben wir keinen Geist mehr mit drei Slots aus dem Angriff raus? Räuchert mal, aber ihr seid halt schwach. Wo ist mein Ganon? Warte mal. Machen wir gleich mal stärker. Schon. Ich mache mal jetzt einfach mal schick stark. Höchstlevel, yo. Kommt die Verheerung Ganon oder nur Ganon? Ganon Bestie, ja. Machen wir jetzt auch noch so stark wie es geht. So. Nur noch drei Slots. Ah. Ja, kommt dreimal Giftresistenz. Das war was wert vorhin. Das hat mir ja nichts mehr ausgemacht. Machen wir das doch mal. Xius zu Samus. Ja. Auch nicht. Down B. Boah, der, wenn getroffen hätte. Oh Mist. Mist, 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 Mist. Nein, ah, es war klar. Ja. Mal, lass mal die Gruppe ändern. Lass mal stärker einen Angriff reinpacken. Alter, die ist halt auch mal wieder stark, was den Geist angeht, ne? Gengar, geh mal bitte raus. Ich brauche... Das hier. Dankeschön. Also ist der Giftboden nicht komplett neutral, oder? Doch. Na, stehen wir gleich. Resistenz ist halt... Okay, nur bei... 3. Ja, hallo. Sonst muss ich das am Ende mit Bowser machen. Nee, das wird nichts. Aber ich sammle trotzdem die EP.
Ja, okay. Nee. Es wird nichts. Gruppe ändern. Gigabowser. Ich habe halt nichts gegen Gift, oder? So als großes Ding. Auch dämlich, oder? Die können wir höchstens einsetzen. Dann dagegen halt so ein gewisse Resistenz reinhauen. Der erhöhte Feuerangriff. Ah, jetzt haben wir Donkey Kong genommen. Egal. Wir können es probieren. Wenn das nicht klappt, dann... Ich wollte Bowser nehmen. Ey, guck mal, die hat viel zu viel Leben auch. Die Gute. Ansonsten lasse ich das jetzt erstmal, weil die echt stark ist. Ja, nee. Ich brauche irgendwas, was mir Immunität gegen Gift verschafft. So ein Zwei-Sterne-Geist oder so. Oder so ein Zwei-Plätze-Geist. Heben wir uns wieder auf. Wieder mal ein Gegner, den ich momentan nicht besiegen kann. Aber rotes Pikmin kann man besiegen. Feuerboden, Resistenz. Warte mal. Feuerbodenschutz. So, jetzt. Wie sie mir halt immer nie Geister geben wollen, die stärker sind, ne? Was? 4, 4, 3. Okay. Noch 8. Komm her. Oh, jetzt trappt er mich halt, oder was? Okay, ich sehe schon, ich muss dann mal diese ganzen Resistenzdinger im Wissensbaum erhöhen. Ich sehe schon. Immerhin, Feuerbodenresistenz, war jetzt schadende Feuerstoße. Ich hatte Immunität an, Digga. Aber mit den Resistenzen oder Immunitäten kannst du halt dann locker aufkämpfen, ne? Wenn sie dir selber nicht mehr wirklich was ausmachen. Boah, aber so ist der Boss jetzt wirklich fies. So, auf zu Duel. Pippo Peng. Okay, Spezial unten und setzt in der Luft auf sein Spezial unten ein. Das ist, probieren wir das mal. Das ist ein Einstellengeist, sollte zu schaffen sein, der kleine Link. Link ist Pippo Peng, okay. Ja, Bombe. Okay. Könnten wir natürlich jetzt gerne... Okay, eine Bob-Ob-Hand geregelt. Ah, Mist. Mist. Ah, der Bob Omb hat auch mich getroffen, Mist. Aber ich schlag mal durch den jungen Link durch. Ha! Sehr gut. Ja, ich glaube, der Weg wäre fast der bessere gewesen am Anfang. So teilweise. Aber gut. So schön, dass man sich für drei Wege entscheiden muss. Und wir bekommen Wrinkly Kong. Verbus Jagdschaden, dafür stärkt die Abwehr. Okay. War da oben noch einer? Ja. Chuchu. Was ist das denn? Kirby-Reihe, okay. Es klebt der Boden, senkt Tempo und Sprungkraft. Ja, das passt. John Bone. Das Zahnrad dran. Wo bist denn du her? Ah, Mega Man, jetzt. Das Zahnrad ist Mega Man. Okay. Dann Pummeluff.
dachte schon, die kriegt Klebeschaden, Alter, weil ist das ja hier der Lipstick. Und Home Run. Oder Lipstick. Na, heißt das ja. Kampfbeginn mit dem Superblatt. Ah, oh, okay. Ein Superblatt. Sehr schön. Haben wir jetzt hier bis auf den einen auch noch irgendwas über? Ja, die da unten, ne? Zur Mine auch noch, da auch noch. Ey, viel zu viele Wege. Viel zu viele Wege. Dann könnte die nächste Folge wird hier auf jeden Fall sein. Jetzt gehen wir mal dahin. Rayman. Gegnerische physische Angriffe sind stärker. Ausdauer Smash. Okay, Helfer-Trophäen machen das Leben schwer. Warte mal, Team laden. Ah, ne, warte mal. Ich will was anderes. Helfer-Schreck und Ausdauer würde eigentlich passen. Und wir sind leicht stärker. Feuerabwehr. Ja, können wir mal machen. Können wir mal machen. Ausdauerschreck und erhöhte Ausdauer. Nein, Ausdauerschreck ist ja schön. Mit dem Fall. Warum ist eigentlich Rayman nicht dabei? Hat der Ubisoft was dagegen, ha? Das kann natürlich sein. Das Blitzding da. Jetzt haben wir schon mal rausgeballert. Oh. Na nein. Renn ihn halt voll rein. Nein! Ah, das ist was gewesen. Na, ah, das hat auch so eine Ulti. Ja, danke dafür. Danke dafür. Ich mach was anderes. Ich weiß, ich greife jetzt auf Bowser zurück, aber ich greife auf Bowser zurück. Geh auf seine... Ultra Smash Ding. Das Giga Bowser Setup. Wo ist er denn jetzt? Da, Giga Bowser, ganz am Anfang. Dann können wir die Ultra Smash noch zünden, komm. Den will ich jetzt noch schaffen. Das Bild Ding, wenn halt nicht nerven wird, ne? Oh, jetzt habe ich schon wieder so wenig KP, weil das Ding so viel abzieht. Sadale. Schauen wir mal, wie viel das abzieht. Über Sonic. Nein, nicht viel. 14 nur. Nur 14. So viel, wie ich gerade KP hatte. Ja, okay. Ich muss was anderes einsetzen. Ich sehe schon. Ich brauche einen stärkeren Geist. Ich lade jetzt mal einfach dich. Helferschreck, Ausdauer, Starker Smash. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Boah, jetzt hat er mich gegriffen, der Sack. Nein! Oh. Ich habe mich zu viel auf den Typen konzentriert, auf den blöden Gummibobbel, was auch immer das sein soll.
Ich weiß nicht, wo der da ist, was der kann und warum er es überhaupt macht. Auf jeden Fall nur super nervig. Boah. Jetzt wird sein Kopf oder was? Ja, der ist schon mal weg, sehr gut. Was haben wir noch? Sonic zerstört. So, mein Bursche. Nun können wir kämpfen. Ist jetzt der KP-Unterschied nicht so riesig? Hallo. Rayman für Arme. Ha! Geblockt. Ja, super. Beide Schaden bekommen, aber er hat mehr Schaden bekommen als ich. Sehr gut. Das ist schon mal im roten Bereich. Come on. Oh, sagt man nicht, der ist da rausgesprungen. So. Ja, okay. Hab mich gewundert, dass es so lang ging. Nein, nein, nein! Gut, Glück gehabt. Jetzt, Sonic aka Rayman. Platz hab ich schlapp gemacht. Rayman könnte natürlich auch noch als Charakter reinkommen hier ins Spiel, ne? Könnte sein. Könnte sein. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Also ich munkel. Ich meine, wir haben auch so viele, wie heißen sie? Monster Hunter Sachen drin. Kalypso. Ja komm, wir machen das Ding jetzt auch noch fertig. Der Gegner startet mit einem Raketengurt, erhöht das Lauftempo für Gegner. Donkey Kong Jet Race, okay. Rot? Nee, rot ist nicht effektiv, dann grün. So, dann darf Donkey Kong wieder ran. Gerade eben muss ich bloß Bowser rannehmen, weil das mit dem immer noch besser geht zu kämpfen für mich. Ich habe zwar auch nicht hundertprozentig drauf, aber wird schon klappen. Komm, jetzt machen wir die Hütte da noch frei. Und dann geht's nächstes Mal hoffentlich Richtung diesem Flughafen oder was das da war. Wendy-Team. Ja, viermal. Okay, gut. Wir sind deutlich stärker vom Geist her. Boah. Ich habe auch einen Raketenrucksack, sehe ich gerade. Eine Wendy ist raus. Zwei Wendys sind raus. Drei. Und das war Nummer 4. Sehr schön. Ja, das ging wieder. Sieht man einfach auch, was halt ein super starker Geist ausmacht, ne? Deswegen hoffe ich, dass wir was finden, was um die 14.000 oder so bringt, The Boss freizuschalten. Terry. Giga ziehen Items in ihrer Nähe an. Alle Items Kiefer. Warte, hab ich da auch was? Team Laden. Was haben wir denn? Item Magnet, genau. Speisstärke brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber. Hau rein! Hau rein! Gegen. Schulk oder Schalk? Schulk, ne? Oh, die Kiefer sind so fies, wenn die mal treffen. Nein, genau das da. Genau das da machen die nämlich die blöden Käfer. Revanche, ja. Wofür habe ich eigentlich ein Item-Magnet, wenn es mir nichts bringt? Naja, egal.
Mist, habe jetzt zwei gehabt und die sind beide neben gegangen. Nein! Oh, man kann sich befreien. Komm, Schalk, geh weg. Du auch, Link. Nein, 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 nein. Jetzt aber. Sehr schön. Er muss halt diese blöden Käfer nutzen. Na, dann kriegt man was zusammen. Sehr gut. Weiß nicht, ob der alte Magnet was gebracht hat, aber gewonnen ist gewonnen. Weil das Einzige, was wichtig ist, ne? Sehr schön. Das Aktivitäten bei Terry machen. Warte mal, der hat... Könnt ihr einkaufen? Dann kaufen wir nur einen, hm? So einer ist yo. Ich kaufe einfach mal den ganzen Laden. Der meistens sind die Sachen nicht so wahnsinnig teuer. X-Parasit. Auf Level 99 möglich. Aus Metroid. Ist das ein Nintendog? Haustier. Und noch ein Vögelchen. Sehr schön. Ja, stimmt. Terry war ja so ein Händler. Stimmt. Ah, macht natürlich Sinn. Ja, gut, jetzt haben wir es ja eigentlich soweit. Wir machen dann das nächste Mal bis auf dich da. würde ich sagen, den hier und auf der Brücke Platz. Und dann gehen wir schon hier Richtung das da, ne? Den Rest ignorieren wir dann erstmal. Ja, auf jeden Fall machen wir die dann auch platt. Und ja, dann würde ich sagen, hoppala, komm, Donkey, geh nochmal hin. Sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder gegen Deku Link. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Ein Abo natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und Fütü.